glaubt der Kerl eigentlich ernsthaft, er kann uns einfach so abschieben? Ich will endlich eine Entscheidung haben. Entweder dieser Chefsessel, auf dem du dich von Tag zu Tag wohler fühlst, oder wir. Maxi und ich. Dana, ich kann dir keine andere Antwort geben, als die, die ich dir schon gegeben habe. Ich kann jetzt hier nicht weg. Gut. Wie hast du dich gerade entschieden? Das mit uns ist vorbei. Jessica. Dana, die Frau, die du ja angeblich so liebst, hockt gerade zu Hause und heult sich die Augen aus dem Kopf. Weißt du, ich habe wirklich eine Scheißwut auf dich. Wie du sie behandelst, wie du uns behandelst und vor allem, wie du Maxi behandelst. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Sie will es nicht verstehen. Weil es ja gar nichts zu verstehen gibt. Hagen, du warst ewig auf dieser dämlichen Insel. Dana war komplett am Ende. Weißt du, wie lange es gedauert hat, bis sie wieder halbwegs normal geworden ist? Ich weiß das alles. Und warum verhältst du dich dann nicht so? Du hast wirklich absolut gar nichts aus der ganzen Sache gelernt, oder? Hagen, das Schicksal gibt dir eine zweite Chance. Anstatt endlich mit Dana zusammen glücklich zu werden, da lässt du sie schon wieder allein. Du wirst Dana nochmal verlieren. Aber diesmal für immer. Ist das dein Plan? Wem willst du eigentlich was vormachen? Hagen hat gewonnen. Und wenn du nicht aufpasst, wirst du auch gegen Ansgar verlieren. Denk dir was Besseres aus. Sonst besuchen Emma und ich dich einmal im Jahr in Bangladesch. Oder auch nicht. Hagen ist an allem schuld. Warum kann er nicht einfach einmal auf meine Schwester hören? Auf Dana? Wieso? Na, weil er dann schon längst mit ihr, Maxi und Jessie an die Nordsee gezogen wäre. Warum denn an die Nordsee? Na, Maxi hat doch Asthma, wusstest du das nicht? Die Ärzte haben gesagt, dass dir Seeluft wohl das Beste für ihn ist. Ja, Hagen hatte sich eigentlich schon dafür entschieden. Ja, wie? Und jetzt hat er das Ganze einfach abgeblasen? Mhm. Er hat es wohl wieder verschoben. Dana ist stinksauer. Ich kenne diesen Blick. Du machst nichts, was Dana irgendwie gefährden könnte. Hast du mich verstanden? Nein, natürlich nicht. Ich weiß, wie schwer die Situation momentan für dich ist. Ich stehe jetzt hier auch nicht, um mir irgendwelche weiteren Entschuldigungen oder Ausflüchte runterzubeten. Das ganze Hin und Her, es tut mir wirklich leid. Ich verspreche dir, dass ich es wieder gut mache, sobald wir hier weg sind. Dann alles, was ich mache, das tue ich auch für uns. Weil ich dich liebe. Und weil ich Maximilian liebe. Ihr seid das Wichtigste für mich. Nach allem, was ich letztes Jahr durchgemacht habe, wünsche ich mir, dass wir zusammenhalten, wie eine Familie. Wir sind eine Familie. Vertrau mir doch einfach. Bitte. Ich weiß, dass ich eigentlich viel zu viel von dir verlange. Das tust du. Ich will einfach nur, dass es Maxi gut geht. Also lass uns das Ganze bitte so schnell wie möglich über die Bühne bringen und hier abhauen, ja? Versprochen. Ich liebe dich so sehr. Ich dich auch. Thank you.
Lass mich raten. Du willst Hagen entführen und ich darf schon mal anfangen, Buchstaben aus der Zeitung auszuschneiden. Beim nächsten Mal vielleicht. Ich habe eine bessere Idee, wie wir Hagen langfristig loswerden, ohne uns die Finger schmutzig zu machen. Mhm. Ich finde, wenn Hagen persönlich wird, sollte mir das auch sein. Ansgar kommt zum Punkt. Hagens Schwachstelle ist sein Sohn. Vergiss es. Lass die Kinder aus dem Spiel. Wer spricht denn von den Kindern? Ich rede von der Mutter. Wenn wir Dana Stress machen, hat Hagen Stress. Und wer Stress hat, macht Fehler. Wenn das auch im Entferntesten mit körperlicher Gewalt zu tun hat, vergiss es, da mache ich nicht mit. Körperliche Gewalt wird völlig überbewertet. Aber es soll doch jede Menge arbeitslose Schauspieler geben. Die Sache läuft. So schnell. Auf diese Schauspieler kannst du dich verlassen. Die sind alle so scharf auf den Job. Die verlieren keine Zeit. Ich rechne mit einem panischen Anruf in 3, maximal 4 Minuten. Habt ihr eure Reiseunterlagen erhalten? Wir sind begeistert. Doch wirklich. Indien war schon lange so ein kleiner Traum von mir. Gut. Dann sprechen wir noch mal über eure zukünftigen Aufgabengebiete. Ist ja kein Urlaub. Frau Wolf? Frau Wolf, wussten Sie von den Bestechungsvorwürfen gegen Graf Lahnstein? Wie bitte? Also ja, was war Ihre Rolle dabei? Meine, was? Frau Wolf, ist Ihre neue Stiftung nur ein Ablenkungsmanöver? Kein Kommentar. Also ja, dann war dieses Video auf der Pressekonferenz also nur eine billige Fälschung? Geht's noch? Frau Wolf, wie viel haben Sie denn der Wirtschaftsministerin Frau Eschberg-Löderich bezahlt? Wenn Sie mich jetzt nicht sofort in Ruhe lassen, ja, dann rufe ich die Polizei. Nur zu? Wir stellen nur Fragen, aber die Polizei, die wird sich schon bald für Antworten interessieren. Gab's doch mal! Die Lage in der Region hat sich in den letzten Jahren zwar verbessert, aber es gibt immer noch Kinderarbeit und die Arbeitsbedingungen sind teilweise verheerend. Entschuldigt bitte. Dana? Hagen, ich brauche deine Hilfe. Jetzt! Dana? Was ist denn los? Du klingst so komisch. Ich werde hier von einem Haufen Paparazzi verfolgt. Die machen die ganze Zeit wie Wildfotos. Einfach ignorieren. Und gib auf keinen Fall irgendeinen Kommentar ab. Die drehen nur das Wort im Mund um. Hagen, hörst du mir überhaupt zu? Hier geht's nicht um dein scheiß Image, verdammt nochmal. Dein Sohn weint wie verrückt.